Bei den YouTube Trendcharts ganz oben diese Woche Jennifer Rostock mit ihrem Song Hengstin. Die Nation ist gespalten. Guten Morgen. Ein Song als Antwort auf männliches Verhalten im Alltag. Das soll nach Jennifers Aussage dieses Video, dieses Lied sein. Es prangert die durchaus immer noch vor allem in den Bildungsfernschichten vorhandene Einstellung gegenüber Frauen an, dass diese quasi eine Art Freiwild sind, die man sich einfach respektlos nimmt und entsprechend auch auftritt. Gerade in der Artikulation und auch dem Auftreten vieler Männer werden in dem Song ganz klar und deutlich die Probleme aufgezeigt. Wie für die Künstlerin typisch in einer sehr einfachen, aber doch wirkungsvollen Sprache, Mimik und Gestik. Aber nichts, was wir nicht schon von hunderten männlichen Musikern schon irgendwo gesehen haben, wo weibliche Hintern und Brüste den Großteil des Videos ausmachen. Sie stellt sich mit ihrem Text auf eine Stufe mit den Männern. Eigentlich kein Ding, sollte man meinen, in der heutigen Zeit. Aber wenn man dann die Kommentare liest, dann versteht man die Intention der Sängerin und muss eingestehen, dass wir hier in Deutschland scheinbar offensichtlich immer noch ein Problem haben, was die Gleichberechtigung angeht. Wenn ein Mann sich oberkörperfrei mit Goldketten behangen und hüpfendes sexy Menschenfleisch im Hintergrund des Videos präsentiert, dann kräht da kein Hahn danach. Aber wenn ja eine Frau genau das macht und dabei genau dieses diese angeprangerten Verhaltensweisen visuell nachstellt, dann ist der Aufschrei groß. 15.000 Daumen nach oben und 20.000 Daumen nach unten, als ich das Video geschaut habe. Für einen Song, der kritisch das Thema Gleichberechtigung anspricht in Deutschland. All diese hohlen Rap- und Hip-Hop-Nummern, was durch das Radio dudelt, die haben alle hier bei YouTube durchweg positive Bewertungen und ein Großteil dieser Songs sind ganz offen sexistisch und unterstreichen den Zweck der Frau als ja, nette Wix-Vorlage, aber nicht mehr. Jennifer nutzt in ihrer Persiflage genau dieselben Elemente, also der typische Rap-Hip-Hop-Sound, die sexy Frauen und Accessoires wie Ketten, Tattoos und so weiter und stellt sich aber als Frau an die Stelle des Mannes. Zumindest wie man es in diversen Videos gewohnt ist. Man muss sich die Kommentare wirklich mal durchlesen unter dem Video. Ich habe das Video unten verlinkt für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ich bin wirklich entsetzt. Sind das noch die Nachwehen einer Alice Schwarzer, die zweifellos sehr viel für die Frauen getan hat, aber letztlich dann doch übers Ziel hinausgeschossen ist, indem sie Frau und Mann quasi gleich machen wollte und nicht bei der Gleichberechtigung stehen bleiben konnte? Denn mittlerweile ist ein Großteil der Feministinnen recht geerdet und konzentrieren sich wirklich auf die Rechte der Frau. Und ich denke, jeder Mensch mit Verstand wird hier ohne Zögern sagen, ja, das ist eine gute Sache der Feminismus. Und ich selber unterstütze den Feminismus ohne Zögern, weil der gesunde Feminismus, welcher wirklich die Gleichberechtigung als Ziel hat und nicht die Homogenisierung der Geschlechter, ein essentieller Schritt in der geistigen Evolution der Menschheit darstellt. In den nächsten Tagen kommt auch noch ein Video von mir, wo sehr interessant zu beobachten sein wird, wie die Frauen darauf reagieren. Insbesondere die Feministinnen und die beiden Lager der Feministinnen, weil das ein Video ist, wo es um sexuelle Belästigung geht und dabei aber ganz klar auf die Eigenarten von Frau und auf von dem Mann eingegangen wird, die sich eben auch in den hormonell bedingten Handlungen widerspiegeln, weil Männer eben keine Frauen sind und andersrum. Da werden wir auch hier auf dem Kanal sehen, wie wir wirklich verblendete Feministinnen, die einfach wirklich die Unterschiede oder die unterschiedliche Natur von Frau und Mann auch nicht anerkennen, auch hier auf dem Kanal existieren. Vielleicht wärst du auch nochmal überrascht. Aber Jennifers Video, das ist eine Persiflage, eine gekonnte Umsetzung des den Männern den Spiegel vorzeigens. Eine absolut gesunde und gelungene Darbietung. Über den Musikstil kann man streiten, aber darum geht's hier nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass wir hier in Deutschland noch so viele Alice Schwarzer im Endstadium haben, dass eine derartig geballte negative Reaktion seitens der Männer gerechtfertigt ist und, ich sag's dazu, auch seitens der Frauen. Zumindest wenn man den Icons Glauben schenken darf, wo die Frauen abgebildet sind. Ich sehe hier an diesen Reaktionen unter dem Video ganz deutlich und musste auch meine bisherige Meinung revidieren, dass der Feminismus in Deutschland noch absolut seinen Platz hat und dass wir weiter, und ich meine da auch insbesondere die Männer,
dafür kämpfen müssen, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Egal ob Mann oder Frau, oder ob schwarz oder weiß, Deutscher oder Afrikaner, Homosexueller, Heterosexueller und was es nicht heute an Sexualitäten alles gibt. Es ist wunderbar, dass die Welt so bunt ist. Aber es ist extrem wichtig, dass jeder Mensch dieselben Rechte hat und dass wir endlich aufhören, der einen Hälfte der Menschen Dinge zugestehen, wo wir bei der anderen Hälfte der Menschen die Nase rümpfen. Ich bin extrem gespannt auf Eure Meinung zu diesem Video und deren Reaktion. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Christian. Ciao.